stop talking. Mann, Mann, Mann. So, wir wurden uneinstimmig zum Führer bestimmt. Tage, um diesen Fall zu verfolgen, und unsere Freunde hat begonnen. Haben begonnen. Wir haben da etwas erschaffen. Ein neues Band. Einen neuen Social Link. So scheint es mir. Aber welcher? Okay, haben wir schon einen. Könnte. Ah ne, das Untersuchungsteam. Die Narr-Arkana oder Fool-Arkana. Ich spreche es einfach beim Englischen aus. Fool-Arkana. So, wir kriegen Erfahrungspunkte Bonus. Okay. Let's get some rest for today, so we're ready for tomorrow on. And don't forget to check the weather forecast. It gets foggy after a lot of rain, so let's keep an eye out. Also, let's make sure we gear up for next time. Oh ja, das ist eine gute Idee. So, nach einer Zeit des Regens könnte die Stadt in Nebel eingehüllt sein. Wir müssen auf den Wetterbericht aufpassen. Noch dazu, wir können nur an Wochentagen nach der Schule oder an, ja, oder während der Tageszeit an Ferientagen die TV-Welt erforschen. Und es kostet natürlich Zeit, deswegen muss man natürlich so viel wie geht pro Besuch mitnehmen. So, aber erstmal haben wir hier Abendessen mit Onkyo und Nanako und die Nachrichten. That's all for World News tonight. Coming up next, the local news. Bin gespannt, worüber die mal wieder berichten. Fujima ist ruhig mit einem ernsten Ausdruck in seinem Gesicht. Hey, mind if I ask something? Oh Gott, habe ich was verbrochen? You aren't getting involved with any strange business, are you? Sehr seltsam. Was, wie, wo? What happened at the station this afternoon? It's still bothering me. Oh ja, yeah, stimmt. Das hatte ich Is ja. there anything you're not telling me? Das hatte ich ja schon fast vergessen. Mach dir keine Sorgen. Is something bothering you? Believe me, I do feel bad that I've been too caught up with work for us to have time to talk. Oh, what's wrong? Are you fighting? Ja, dein Dad ist gemein. No, we're not having a fight. Prügeln uns. This isn't the police station. Ja, gib's ihm, Nanako. I agreed to look after you. So don't get yourself involved in anything that could get you into trouble. Würde ich doch nie Got tun. that? And now, our weather forecast. Due to high pressure fronts from the west, that sunny spring-like weather will stay with us for a while longer. Is this lady the one who decides the weather? Because when she says it'll be sunny, it always is. Ja, nein. She's not really deciding it. Sie sagt es nur voraus. Sag es ihr doch. Never mind. Wen interessiert's? Die Nachrichten gehen weiter, abgesehen von der schweren Atmosphäre. Oder was auch immer. Naja, so. Kämpft nicht miteinander. Ja. Tut mir leid. Nick. So. Was hast du so? Tut mir leid wegen dem. Ich habe die Stimmung verdorben, nicht wahr? Ja, das hast du. So, erstmal wichtig abspeichern. So, ja, wir können ja jetzt unsere Tage hier frei bestimmen und wir können auch bestimmen, wann wir in den Dungeon gehen und ihn weiter erforschen.
Wir haben nur bis zu einem gewissen Punkt Zeit und wir können nicht das Haus verlassen. Wir haben nur bis zu einem gewissen Tag Zeit. Wenn wir bis dahin Yukiko nicht retten, dann heißt es Game Over. Deshalb dürfen wir uns nicht zu viel Zeit lassen, aber jetzt in diesem Fall werde ich mir etwas Zeit lassen, um... Naja, erstmal hier wieder. I wonder how she is doing. Too much stuff happened yesterday. I hope she's back to her usual self. Die ist bestimmt top motiviert. So wie ich. Nein. Oh, morning. Und hast du gut geschlafen? Oh, yep. I was out cold until this morning. Zu viel Kaffee getrunken. Ja. Thanks for everything yesterday. Warum klingt das so, als wäre es dir peinlich, jemanden für etwas zu danken? It's kinda embarrassing, you know? Sich auf andere you zu verlassen. Were right there to see my hidden feelings and all. Ach. Don't sweat it. Wir sind doch Freunde. Uns kannst du es sagen. The same thing happened to Yosuke, right? So, what was it like? Huh? How should I put this? Oh, I nearly forgot. None of that happened when yours awakened, huh? Hmm. Could that be because you've got nothing to hide? Was würde ich bloß vor euch verbergen können? Nichts. Oh, so nothing happened for you? Ja, weil ich ein stummer Mensch bin. I gotta agree that you seem like a pretty open guy. There's a funny air about you. I don't know. I guess that's what draws people to you, or something like that. Hä? Soll das, falling for me, hä? Ich glaube, das können wir eh nicht auswählen. Oder? Nee, wir haben nicht genug Mut, das zu sagen. I don't know. I guess that's what draws people to you, or something like that. Ach komm, fragen wir nach dem Kompliment. Yep, it's a compliment. Ja, okay. If you say so. Mich wundert's, ja, lachen wir's weg. Anyways, what's most important right now is to rescue Yukiko. I'm dead set on coming. Remember, you promised. Ja, ich weiß. Dass du da immer mit anfangen musst. Oh crap, I still haven't gone to the bathroom. Du bist alleine losgelaufen. Thanks for saving me. Yosuke's cool and all, but there really is something different about you. I feel like you won't let me down. Oh. Wir spüren Chies Dankbarkeit. Ein weit entferntes Band formt sich zwischen uns und Chie. Oha. Ein weiterer Social Link. Ebnet sich uns. Diesmal mit Chie. Sind wir doch mal gespannt, was die Zukunft da wohl bringt für uns. Nicht wahr? Nun denn. Also, wir haben den Chiesa Tonaka Social Link etabliert, der Chariot Arcana. So. Und Chiesas Einsatz im Kampf wurde erweitert und sie kann nun einen tödlichen Schlag für uns einstecken, genauso wie Yosuke. So, wir haben Chie noch nicht nach ihren Kontaktinformationen gefragt. Fragen wir sie einfach mal. Ach, shit. Haben nicht den Mut dazu. Da müssen wir die Ausrede benutzen, dass es für die Untersuchung ist. Oh, right. You'll need this from now on, huh? Yep. Wir tauschen die Handynummern mit Chie aus. Oh yeah.
We have to be careful of the fog that sets in after the rain, right? Let's save her before that happens. Keine Bange, werden wir schaffen, hoffe ich. So, nach einer, wenn es schon eine Weile regnet, könnte es nebelig werden. Das ist ein Zeichen, dass wir Gas geben müssen. Wir müssen trainieren. Und wir sollten uns auf dem Food Court bei Juness sammeln, wenn wir die TV-Welt erforschen wollen. So, nach einer längeren Periode des Regens könnte es nebelig werden, steht hier alles nochmal. Oder auch, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir es nicht schaffen, sie zu retten, dann heißt es Game Over, bis es hier anfängt, nebelig zu werden. Wir müssen den Wetterbericht im Auge behalten und unsere Ausrüstung und Personas verbessern, um vorbereitet zu sein für einen Rettungsversuch. Das ist auch wichtig. Muss man sich mal ein bisschen gut einteilen, wie wir die Tage verbringen und was wir da tun. Und unsere Kumpanen werden nicht müde zu sagen, was wir tun sollen. Aber erstmal Koji Kondo. Hallo, good morning Vietnam. Mein Name ist Mr. Kondo, euer Physical Education Teacher, also Sportlehrer. Aber er unterrichtet auch Englisch. Er hat quasi eine Doppelrolle, oder? Ich habe quasi eine Doppelrolle. Seid nicht enttäuscht. Fakt ist, ich habe einige Zeit im Ausland verbracht. Eine Woche meines Urlaubs, um genau zu sein. Das ist mehr als genug, um eine Klasse zu unterrichten. Ach, friss meine Shorts, du Beamter. Eine Woche im Ausland. So, wir fangen mit den Grundlagen der Grundlagen an. Der bestimmte Artikel gegen den unbestimmten Artikel. Und heute in der ersten Klasse der Grundschule. Der bestimmte Artikel wird vor einem Singular- oder Pluralnomen, das sich auf ein bestimmtes Mitglied einer Gruppe bezieht. Yay! Wissen nutzlos. In jeder anderen Instanz wird der unbestimmte Artikel verwendet. Habt ihr das kapiert? Ja! Ich wähle mal jemanden zufällig aus. Jo, das ist ein bestimmtes Geschenk für dich. toll. Und was darf ich dir beantworten? Welche der folgenden ist der bestimmte Artikel? Hey, willst du mich verarschen? Weiß doch jedes Kind. Gute Arbeit. Du bist das Walross. Muttersprachler unterscheiden zwischen den beiden im Unterbewusst. Aber ihr Leute seid nicht so. Ihr müsst hart West studieren. Okay? Okay. Ja, okay, der passt besser zu dem anderen Lehrer, der Mr. Garrison. Und nun spricht mir nach. Der ist der bestimmte Artikel, ist der unbestimmte Artikel. Ich kann euch nicht hören, nicht so schüchtern. Wir üben zusammen laut und stolz. Wir haben die korrekte Antwort gegeben und dafür erhöht sich unser Wissen. Goddammit, so. Schule ist zu Ende für heute. Nach mehreren Tagen des Regens wird es neblig. Wir müssen dazu bereit sein, in Aktion zu treten. So, und ab heute können wir die Tage so verbringen, wie wir möchten. Wir können die Stadt besuchen oder die Schule irgendwas da machen. Wir können auch hier in den Fernseher gehen und die Welt weiter erforschen und unser Opfer retten. Gut, ja. Wir müssen uns sicher gehen, Ausrüstung zu kaufen und uns vorbereiten. So, und mit der Viereck-Taste haben wir unser Schnellreisesystem, was sehr, sehr nützlich ist. Ja, zunächst werde ich immer abspeichern. Abspeichern werde ich eigentlich so gut wie bei jeder Gelegenheit. Ist ja auch normal, falls mal irgendwie was in die Hose geht bei einem Event oder so, dass ich da möglicherweise den Spielstand nochmal laden kann, denn ich... Ja, reden wir erstmal. Hast du das gehört, Konishi-Senpai? Warum redet ihr darüber? Sind sie schlimm? Warum sind sie alle so scary? Weil manche Leute hier haben Quests für uns. Wollte ich vorhin noch sagen. Anscheinend wird der Sportclub auch Erstklässler akzeptieren. Sind in King Warrens Klasse, also wie müssen wir uns auch verlassen? In den Clubs jede Art von Spaß zu haben.
seltsamer. Ja, wir sind der Transfer. Wir sind der Außenseiter. Wir sind der hergezogene Student und fangen deshalb in der zweiten Klasse an. So. Mir wird leider nicht angezeigt, was die Leute hier, welche Leute Quests für uns haben. Ein paar weiß ich noch so. Wie er hier zum Beispiel, der Funky Student, der so ein kleines Quiz für uns hat. Hey yo, ich kenne ihn nicht, du kommst ja auch, 50 wüsste ich schon, dass du ein Zweiklässler bist. Ziemlich gut, vernünftiges Denken. Nicht wahr, mein Sohn? Ich bin der Original Gangster Drittjährklässler und ich fordere dich heraus, den Zweitjährklässler, den Anfänger. Oh nein, das ist nicht, weil ich versuche, Lernen für meine Aufnahmeprüfung zu vermeiden. Ich tue das, um dir einen Gefallen zu tun, ihr Mann. Yeah! Hey, wenn du korrekt antwortest, dann gebe ich dir einen Schlüssel. Okay. Dann, ich akzeptiere. Wer ist der Rätselmeister? Wollen wir doch mal sehen, mein Freund. Mit der gut gepflegten Habracht. So. Quests, die wir akzeptiert haben können, bestätigt. Können im Menübildschirm bestätigt werden. Gut. Schön. Wissen wir da auch Bescheid. So, ja, sieht so aus, als sei dein Geist willig. Also mal sehen, was hier so geht. Ich lasse zwei... Ich teile Zeugs in zwei verschiedene Kategorien auf. Oh, hell yeah! Jo, und dann musst du entscheiden, wo das letzte Item reingefallen ist. Und zwar die richtige Kategorie. Can you dig it, sucker? Red ist Group A, Rot ist Gruppe A, Grey ist Gruppe B. White Point Down for Group A, Orange has a Group B Tattoo. Weiß legt was in Gruppe A, Gruppe B hat ein oranges Tattoo. Grünes A ist für Cheesy, B ist für Unendlichkeit, Pink. So, welche Gruppe macht schwarz? A oder B? Holla. Ich glaube, es war A, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Oh ja, dann sag mir mal, was haben all diese Items gemeinsam? Give it to me, baby. Es sind die Top 6 Flaggenfarben. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es so war. Irgendwie habe ich mir das immer gemerkt, weil ich so oft falsch gemacht habe. Vor allen Dingen, als ich das erste Mal gespielt habe. Und das war die erste Quest, die ich gefunden hatte. Yeah, yeah, dein Verstand ist scharf wie Scheiße. Und ach, keine Ahnung, was der Alte da labert mit Vexiology. Ist mir auch egal, wir haben es richtig gemacht. Und es sind die 6 beliebtesten Farben für Nationalflaggen. Flaggen. Ja, ich muss sagen, ich habe das nicht von einem Zweitjährling erwartet. Wir haben bestanden und jetzt bin ich sein Rätselbruder. Und wir kriegen 3 Schlüssel für goldene Schatztruhe. Was gut ist, können wir sehr gut gebrauchen. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Dann, ich glaube an diesem Tag können wir eigentlich noch nicht so viel machen. Also Social Links sind hier noch keine verfügbar. Eigentlich das Beste, was wir tun könnten, ist, würde ich mal spontan sagen, ja, wir haben ja auch nur die beiden, die wir erweitern könnten, wären Chie und Yosuke. Dann das Beste, was wir eigentlich machen können, ist lernen gehen. Study. Dafür müssen wir die zur Bücherei. Scheiße, wo war die jetzt bloß nochmal? Nee. Nee, das ist alles vom Studienrat. Das ist das Lehrerzimmer. Das ist auch das Lehrerzimmer. Auf dem Klo können wir auch nicht lernen. Das ist ein Klassenzimmer mit diesen Schildern da dran. 1, 2 und so weiter. War das in dem Practice Building? Oh fuck, ey. Ich gehe so selten studieren, ne? Deswegen merke ich mir nie, wo diese scheiß Bücherei war. Was haben wir hier? Das Labor. Nochmal Labor. Meeting Room.
Oh, fuck, ey. Boah, diese gottverfickte Bücherei.